Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video heute. Über das heutige Thema möchte ich mich auch ein bisschen auskotzen bzw. euch da ein bisschen aufklären. Wie ihr das schon am Titel lesen könnt, geht es heute um das Thema bei mir. Ist das Futter, also das Trocken- und Nassfutter für Hunde und Katzen, was der Tierarzt empfiehlt, wirklich so gesund, hochwertig und empfehlenswert oder ist es totaler Müll? Und ich rege mich deswegen so extrem über dieses Thema auf, weil da wirklich so oft nicht die Wahrheit gesagt wird, beziehungsweise teilweise so schlechtes Futter damit wirbt, hey, wir wurden vom Tierarzt empfohlen, obwohl es eigentlich von der Zusammensetzung totaler Schrott ist und einfach so dem Verbraucher vorgegaukelt wird, auch wenn der Tierarzt das empfiehlt, dann kaufe ich das natürlich. Dann ist es natürlich das Beste für mein Tier. Und das regt mich einfach so dermaßen auf, dass ich einfach heute auch dieses Video drehe. Zum anderen gibt es auch immer dieses Vorurteil, dass wenn Tierärzte ein Futter empfehlen, die alle geldgeil sind und alle massig Geld von den Konzernen gesteckt bekommen. So läuft das allerdings auch nicht ab, weil das ist wirklich ganz individuell anzusehen. Und deswegen dachte ich einfach, ja, drehe ich einfach heute mal dieses Video, um einfach mit euch über dieses Thema zu sprechen. Und ich hoffe auch wirklich, dass ihr auch dieses Thema weitergeben könnt an ahnungslose Tierhalter, die sich teilweise da zuquatschen haben lassen von den Futterkonzernen. Und ich hoffe einfach, dass ich euch heute mit meinem Video ein wenig die Augen öffnen kann. So als allererstes, vielleicht als Grundbaustein zu dieser Diskussion im Video. Ich hatte ja vor 2 oder 3 Jahren ein Video hochgeladen, woran man gutes Hunde- und Katzenfutter erkennt. Da habe ich euch gezeigt, wie man anhand der Zusammensetzung des Tierfutters erkennen kann, ob das jetzt hochwertig ist von den Inhaltsstoffen oder eher minderwertig. Da habe ich auch schon mal dieses Thema kurz aufgegriffen gehabt, dass nicht alle Tierfutter, die vom Tierärzten empfohlen werden, wirklich gut sind. Ja, die Frage tritt dann natürlich auch auf, warum empfiehlt mir denn das mein Tierarzt? Dabei handelt es sich immer um bestimmte Sorten, Royal C, Vet, Con C, Hi, Sternchen, Sternchen, Ilz. Ja, ihr wisst, glaube ich, welche Sorten ich meine. Euka, N, Ba, ja. Meistens erkennt ihr das eigentlich recht schnell, weil bei der Rezeption dann meistens halt schon diese Futtersäcke stehen. An sich habe ich nichts dagegen, wenn da das Futter steht. Ich habe aber erst was dagegen, wenn wirklich den Kunden, also den Tierbesitzer, der beim Tierarzt ist, dieses Futter wirklich aufgezwängt wird. Und mit aufgezwängt meine ich, dass man ganz normal zur Routinebehandlung da ist und der Tierarzt einfach so mal fragt, ja, was füttern Sie denn? Wenn man sagt dann, dass man barf, dann schlagen sich manche Tierärzte über den Kopf. Oh mein Gott, der Hund könnte hier Mangelerscheinungen und so bekommen. Also Gott sei Dank sind viele Tierärzte heutzutage nicht mehr so, aber ich weiß noch, dass diese Art von Tierarzt auch häufig vertreten sind und diese empfehlen dann das vollkommen überteuerte Futter von diesen Tierarztfuttermarken wie Royal C und so, wo einfach mal 15 Kilo Sack beim Hundefutter 60 bis 70 Euro verlangt wird. Und wenn man sich einfach mal die Inhaltsstoffe davon anschaut, man einfach nur die Hände über den Kopf fassen kann, ja. Und das ist leider wirklich so. Und diese Tierfuttermarken, die gehören den großen Konzernen wie Mars, Gamble, Waltham, Colgate und Co. an, die wirklich ein riesiger Konzern sind und dieses Futter von diesen Futtermarken wirklich weltweit noch am meisten mitverkauft wird. So, dann haben auch diese Marken spezielles Futter. Was meine ich unter spezielles Futter? Futter für extra kastrierte Hunde, Futter je nach Rasse, ja, Futter extra, Futter für Schäferhunde, für einen Labrador, für einen Beagle. Und da frage ich mich so, mein Gott, wie schaffen das nur, Hunde ohne Spezialfutter zu überleben? Oder mein Gott, wie machen das Mischlinge? Also das ist wirklich so eine ganz dreiste Geldschneiderei. Das ist bei Katzen genauso. Da gibt es Katzen, Futter für Langhaarkatzen, Katzenfutter für Kurzhaarkatzen, Diätkatzenfutter, wobei dieses Diätkatzenfutter ja zu 95% aus Getreide und so besteht, womit man eigentlich viel mehr Erfolg hätte, wenn man das ganze Getreide weglassen würde, weil das einfach meistens bei den Katzen einfach Übergewicht verursacht, weil Katzen eben keine Pflanzenfresser sind und pflanzliche Stoffe einfach ganz miserabel verwerten können. Aber ja, das verkauft sich halt gut, wenn da immer so spezielle Zusätze draufstehen. Ja, ihr merkt, ich rege mich darüber auf, weil es einfach von vorn bis hinten unnötig ist.
Das Futter mag vielleicht zwar von den Nährstoffen das erfüllen, was zum Beispiel eine Diätkatze braucht, aber von den Inhaltsstoffen ist es einfach komplett miserabel und ihr könnt einfach für das Geld von den Nährstoffen ein viel, viel besseres Futter bekommen und welches auch von der Zusammensetzung viel hochwertiger für euer Tier ist. Genauso ist das auch mit dem Futter für nierenkranken Tiere, ja. Da wird dann für nierenkranke Katzen Trockenfutter empfohlen, ja. Da denke ich mir auch so, ja, Katzen, die Nierenprobleme haben, ist das Trockenfutter jetzt nicht wirklich gut für die Nieren, weil Trockenfutter allgemein zu Nierenproblemen erst führt. Oder dass dann auch dieses spezielle Nierenfutter halt meistens aus pflanzlicher Basis besteht, was auch die Nieren noch eigentlich belastet, ist eigentlich ein Widerspruch für sich. Gut, da denke ich mir, da gibt es auch anderweitig gutes Katzenfutter, was man einer nierenkranken Katze füttern kann, die auch einen sehr geringen Phosphorgehalt hat. Aber ja, so läuft es halt eben auf dem Markt. Es verkauft sich halt immer besser, wenn es spezielles Futter für irgendwas ist, welches auch noch mit Medikamenten vollgepumpt ist. Da wäre ich auch, wie gesagt, sehr vorsichtig, wenn euer Tierarzt vor allem eurem gesunden Tier irgendein unsinniges Futter empfiehlt. Zum Beispiel, hey, du hast hier einen Labrador, nimm doch ein spezielles Futter, es ist extra für Labrador Retriever entwickelt, ja. Also da wäre ich wirklich sehr, sehr vorsichtig. Aber das muss ja nicht mal heißen, dass der Tierarzt schlecht ist. Und ich möchte hier auch kein großes Tierarzt-Bashing veranstalten, weil einfach die meisten Tierärzte sich jetzt nicht so gut mit der Ernährung von Hund und Katze auskennen. Also denen ihr Schwergebiet ist einfach, ja, wie beim Allgemeinmediziner bekannt, liegt einfach auf der Behandlung der Tiere. Und ich habe da auch einfach viele Quellen spielen lassen und mich da wirklich gut recherchiert. Und es ist tatsächlich so, dass halt vor allem früher wenig bis gar nicht die Ernährung von Hund und Katze im Studium zum Tierarzt behandelt wurde. Da gab es wiederum viele Seminare zur artgerechten Ernährung von Hund und Katze. Diese Seminare ist aber, ja, jetzt haltet euch fest, so gut wie alle von diesen großen Tierfuttermittelherstellern gesponsert bzw. veranstaltet. Und die loben natürlich ihr Futter in die Höhe und die Tierärzte glauben das natürlich, weil die ja in so einem Seminar 5 bis 50 Mal unterschwellig besagt bekommen, ja, für Hunde ist das wirklich die beste Nahrung. Oder wenn ihr eine übergewichtige Katze habt, gebt ihr so ein Lightfutter. Das hat zwar massig Getreide, überhaupt keinen Fleischanteil und Zucker und sonstige unnötige Zusätze. Und das ist einfach nur das Beste, wo auch die negativen Eigenschaften einfach den Tierärzten komplett vorenthalten oder verschwiegen werden. Und da gibt es auch wirklich viele seriöse Quellen dazu. Ich verlinke euch unten in der Beschreibung dazu auch was. Also das ist teilweise leider Gottes ein sehr korruptes System. Hans-Ulrich Grimm, der auch dieses wirklich überragende Buch Katzen würden Mäuse kaufen geschrieben hat, der hat ja selbst mal recherchiert und sich selbst mal nach einem Tierstudium umgesehen, wo er einfach nach Fortbildungen und Seminaren zur Ernährungsberatung für Hund und Katze gesucht hat. Und er ist wirklich auf eigene Recherche, hat er wirklich keinen gefunden, der wirklich nicht von irgendeiner großen Firma gesponsert wurde. Und das sagt einiges aus. Ich weiß auch aus einigen aktuellen Quellen, dass es sich heutzutage auch ein bisschen gebessert hat. Heutzutage wird auch die Rohfütterung bei den Tierärzten mit intensiv behandelt. Natürlich gibt es nach wie vor diese von den großen Futtermittelhersteller veranstalteten Ernährungsseminare, wo auch das eigene Futter natürlich entsprechend hoch gelobt wird und Werbung dafür gemacht wird. Aber es ist nicht mehr ganz so einseitig wie früher. Also heutzutage, es kommt auch natürlich darauf an, wo ihr einfach das Studium macht. Wenn dieses Video von euch hier jetzt mal einen Tierarzt anschaut oder jemand, der wirklich im Studium zu einem Tierarzt ist, da würde mich das wirklich brennend interessieren, wie das bei euch abgelaufen ist. Da würde ich auch mich auch wirklich sehr, sehr über Feedback freuen, weil ich habe da wirklich sehr, sehr viel Unterschiedliches gehört. Und vor allem früher war das ziemlich einseitig. Also wenn ihr da näher das wisst, würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn ihr mir das bitte unten in die Kommentare schreibt. Das würde mich nach wie vor sehr interessieren. Und wie gesagt, glauben dann wirklich sehr, sehr viele Tierärzte, was ihnen dann in diesen Seminaren erzählt wird. Ja, man kann sie ihnen auch nicht verübeln. Die müssen sich über so, so viele Sachen auskennen, unter so, so vielen verschiedenen Kleintieren. Da ist es für mich auch verständlich, dass man eben nicht alles weiß und sich auch nicht mit allem auskennt, wie zum Beispiel der Ernährung. Aber da finde ich auch, da sollte man dann vielleicht, wenn man jetzt nicht so die Ahnung hat von Ernährung, das jetzt auch nicht wirklich empfehlen oder an einen Kollegen weiterleiten, der sich damit besser auskennt.
der da wirklich mehr Ahnung hat, der da auch wirklich mehr in dieser Richtung was gelernt hat. Und ja, sowas gibt es auch. Also ich habe ja mehrere Tierärzte, mit denen ich mich wirklich sehr, sehr gut verstehe. Da gibt es auch einige, die auch, ja, dieses Futter von diesen großen Herstellern haben, aber die drängen das halt einem nicht auf. Ist es halt da, falls halt einer zum Beispiel die Rohfütterung ablehnt, dass sie einfach denen irgendein Spezialfutter empfehlen können. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die das jeden gleich anbinden würden. Ich finde das zum Beispiel auch unfair, dass einige Leute sagen, ja, wenn die überhaupt so ein Futter in ihrer Praxis haben, von so einem Futtergroßkonzert, meiden die sofort die Tierarztpraxis. Also ich finde nicht, dass man daran jetzt unbedingt die Qualität des Tierarztes festmachen kann. Natürlich wollen auch die Tierärzte ein bisschen was an den verkauften, ja, Futtersäcken mitverdienen. Das ist halt leider wirklich so, dass halt auch in Deutschland so 20% aller deutschen Tierärzte auch arbeitslos sind, beziehungsweise nochmal 20% nicht wirklich nachhaltig überleben könnten, wenn sie einfach nicht dieses spezielle Futter von diesen Futtermittelkonzernen verkaufen können und auch nicht diese Unterstützung vom VDH wegen dem Röntgen hätten. Das muss man halt leider Gottes sagen, das kann ich natürlich auch verstehen. Man will natürlich auch irgendwie überleben, man muss sich auch selbst versorgen und sich über Wasser halten. Aber ja, deswegen dient ja hier auch mein Video da, einfach um euch aufzuklären, dass halt dieses Futter nicht so toll ist. Und da ich auch nicht einfach so drum herum labern will, möchte ich euch einfach mal anhand eines Beispieles zeigen, was in so einem, ja, Spezial-Sensitiv-Futter für Katzen-Trockenfutter wirklich drin ist. Also ich blende es euch mal ein und ihr könnt euch einfach eine eigene Meinung bilden, ob das für einen Karnivoren wie der Katze wirklich ein gutes Futter. Zusammensetzung besteht aus Reis, kein Fleisch, Geflügelmehl. Geflügelmehl ist kein Fleisch, das wird leider oft verwechselt. Geflügelfleischmehl ist gemahlenes Fleisch, aber Geflügelmehl besteht meistens aus Federn, Krallen und sonstigen minderwertigen Abfall, ist aber wirklich kein Fleisch. Tierfett, ja, ist jetzt auch wirklich kein Fleisch. Mais, Maisklebefutter, ja super, ist Mais, was die höchsten Allergien bei Katzen und so hervorruft, da empfohlen wird. Und auch Maisklebefutter. Pflanzenproteinisolat, sehr, sehr schön. Oh, da haben wir etwas. Getrocknetes Schweinefleisch steht da drin, aber wie viel Prozent und so, wird natürlich schön verschwiegen. Ja, man will ja auch, dass der Konsument keinen Schock bekommt, wenn er auf die vielleicht 5% oder so drauf schaut. Tierisches Eiweiß hydrolysiert ist jetzt auch kein Fleisch. Hefen, Rüben, Trockenschnitzel, ja, Zucker haben wir hier auch da. Mineralstoffe, welche und woher die kommen, wird hier nicht erläutert. Warum denn auch? Sojaöl, ja, Soja und Katzen, könnte ich euch auch lange was erzählen. Fischöl, Lignocellulose, Fructooligosaccharide, ja, auch wieder Zucker, ja. Also ihr könnt es anhand der Zusammensetzung sehen, super hochwertiges Futter. Das ist einfach nur voll mit billigen Füllmitteln, was einfach komplett ungesund für eine Katze ist, weil einfach Getreide so, so viele negative Auswirkungen hat auf eine Katze und das ebenso. Und wenn ich mir einfach da so den Preis anschaue, ja, dass so 10 Kilo 45 Euro kosten, also da kann ich mir halt echt an den Kopf fassen, dass das einfach damit beworben wird, dass es von Tierärzten mitentwickelt wurde oder auch von Tierärzten empfohlen wird, ja. Also ganz ehrlich, da graust es mich und das ist wirklich nicht die einzige. Ihr könnt ja selbst von diesen bekannten Futtermittelherstellern einfach so mal die Zusammensetzungen durchgehen. Ja, die sind ja überall offen im Internet, könnt ihr bei jedem Futtershop mal nachschauen und euch auch selbst so eine Meinung bilden. Ich verlinke euch unten in die Beschreibung auch eine Tabelle, wo drin ihr auch die Zusammensetzung auch richtig deuten könnt. Ja, wie gesagt, Geflügelmehl ist halt auch so ein täuschendes Irrtum, ja. Und in dieser Tabelle könnt ihr genau durchgehen, was welcher Stoff tatsächlich bedeutet. Und dass man euch einfach nicht so einen Müll erzählt, ja. Das sind halt einfach so die typischen Beispiele, aber ich finde das halt wichtig, darauf einzugehen, weil das den Tieren einfach gefüttert wird und es einfach ungesund ist, ja. Und diese Getreidepampe wird dann einfach mit synthetischen Vitaminen vollgepumpt. Die synthetischen Vitamine tun ja nachweislich auch Krebs fördern, ja, sehr gesund. Warum auch natürlich die Vitamine zu sich nehmen durchs Barfen oder durch ein hochwertiges Nassfutter, was von keinem Großkonzern kommt, wo auch die Nährstoffe sich auch gut eignen, ja. Das wird auch von guten Tierärzten auch immer empfohlen, ja, wenn eine Katze nierenkrank wird, zu barfen.
das ist natürlich auch schon vorher empfehlenswert, dass man diesem halt vorbeugt. Und ich möchte einfach, dass ihr da wirklich aufpasst und euch auch nicht irgend so einen Müll andrehen lässt. Vor allem halt für diesen Preis, da kriegt ihr einfach Futter, was von der Zusammensetzung 10 bis 15 Mal hochwertiger ist. Deswegen lasst euch nichts aufdrehen und passt auch wirklich auf. Vor allem, wenn ich dann sowas lese, ja, extra für kastrierte Hunde, extra für kastrierte Katzen. Weniger billige Füllstoffe rein, dann würde der Hund auch gar nicht so übergewichtig werden oder die Katze, ja. Da achtet auch wirklich drauf. Oder dass es Futter für verschiedene Rassen gibt, ist einfach wirklich unnötig und wirkliche Geldschneiderei. Es gibt, wie gesagt, diese tollen Bücher von Hans-Ulrich Grimm. Katzen würden Mäuse kaufen, das kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Also wenn ihr das wirklich durchgelesen habt, ihr werdet einfach dieses Fertigfutter für Hund und Katze aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Und dieses Buch kann ich wirklich jedem Tierhalter ans Herz legen. Ja, das wird euch einfach so richtig die Augen öffnen. Und auch dieses Buch von Jutta Ziegler, Hunde würden länger leben, wenn, dieses Schwarzbuch über Tierärzte, das kann ich euch wirklich auch empfehlen. Da wird auch auf diese Problematik mit den Tierärzten eingegeben, die sich halt ja von diesen großen Futtermittelhersteller teilweise leider blenden lassen. Wie gesagt, wenn ihr mit eurem Tierarzt zufrieden seid, dieser Hund halt trotzdem diese Säcke von diesem Futter stehlen lässt, lasst euch halt davon nicht täuschen, deswegen muss es wirklich kein schlechter Tierarzt sein. Ich weiß, dass in vielen Foren dann halt einfach die Hände über den Kopf geschlagen wird. Oh mein Gott, wie kannst du zu einem Tierarzt gehen, der so ein Futter in seiner Praxis stehen hat? Ja, das darf man wie gesagt nicht pauschalisieren. Vielleicht kennt sich dieser Tierarzt nicht ganz so gut mit der Ernährung aus, aber vielleicht ist er halt der Top-Ansprechpartner, was halt bestimmte Krankheiten angeht. Wie gesagt, ich kenne, wie gesagt, 4 Tierärzte, die meiner Meinung nach gut sind. 2 von diesen Tierärzten haben so ein Futter in ihren Praxen stehen, aber ich war halt noch nie enttäuscht von diesen Tierärzten. Die haben mich noch nie finanziell abgezeugt, sondern haben wirklich geschaut, dass es meinen Tieren am besten geht und haben mir auch dieses Futter jetzt nicht irgendwie angepriesen beziehungsweise mir irgendwie unnötig aufzwängen wollen. 2 von meinen Tierärzten haben überhaupt kein Futter in der Tierarztpraxis. Die haben auch so ein zusätzliches Ernährungsseminar besucht. Die kennen sich auch super mit der Rohfütterung für Hund und Katze aus. Und wenn eine Katze oder ein Hund mal so ein krankheitliches Problem hat, dann stellen die mit dir auch, wie gesagt, individuell einen Futterplan zusammen. Finde ich zum Beispiel auch sehr nützlich, weil man dann einfach auf so ein minderwertiges Futter einfach verzichten kann. Was jetzt einfach für Hund und Katze wirklich nicht das Beste vom Ei ist, ja, und so eine Blendung von Verbrauchern und Konsumenten gibt es ja häufig. So, ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video heute für euch informativ war. Ich packe euch unten in die Beschreibung, wie gesagt, viele weitere Informationen zu diesem Thema, weil da gibt es wirklich so viel nachzulesen, das ist der Hammer. Wie gesagt, meine Bitte an euch, verurteilt nicht gleich jeden Tierarzt, der so einen Futtersack von so einem Unternehmen hat. Ihr sollt aber auch nicht naiv an die Sache rangehen. Das heißt, wenn euch ein Tierarzt irgendein Futter empfiehlt, seid wirklich kritisch, fragt nach, schaut wirklich die Zusammensetzungen durch, recherchiert, informiert. Ja, das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Oder wenn ihr mit eurem Tierarzt unzufrieden seid oder ihr euch schlecht beraten fühlt, dann so holt euch unbedingt noch eine zweite Meinung von einem anderen Tierarzt ein. Vor allem, wenn es um irgendwelche ernsten Angelegenheiten geht, ist so eine zweite oder vielleicht auch eine dritte Meinung wirklich nie verkehrt. So, das war's heute von uns und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns dann das nächste Mal. Macht's gut, Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.